Hallo? Hunde oder Hühner? Eins von beiden war hier. Da steht ein Wohnwagen. Wir gucken uns mal den Wohnwagen an. Willkommen zu diesem neuen Video. Es geht mal wieder darum, wir haben was am Wegesrand entdeckt. Christian, komm mit. Wir schauen uns hier mal um. Wir haben keine Ahnung, was es wird, was hier drin ist und was uns erwartet. Wir wissen es nicht. Aber ich sehe schon eingerichtete Betten. Also Betten. Wow, hier seht ihr das. Ist auf jeden Fall noch Einrichtung drin. Das hätten wir natürlich nicht erwartet. Hier drüben steht zwar noch ein Haus, wo wir denken, das könnte verlassen sein. Auch das wissen wir nicht hundertprozentig. Oh, diese blöde Fledermaus, lebt die noch? Christian? Ja. Komm mal, lebt die noch? Ich gehe da nicht vorbei, ich traue mich nicht. Willst du mich gehen, wo wir? Ich traue mich nicht. Boah. Oh, ich bin total erschüttert. Da war eine Fledermaus auf dem Boden. Das hat mich jetzt aber geschickt. War das mal eine Gaststätte hier oder was? Nee, das ist jetzt nur Gästehaus. Ist ja auch mega. Guckt euch das mal an, wenn man sich hier hinsetzt. Dann hat man hier einen richtig schönen, geilen Kamin. Hier das an den Kamin. Das Geile ist ja eigentlich, dass hier noch die Schaufel ist, da liegt, um da drin rumzuschoren. Ich bin jetzt mal mutig, man macht es eigentlich nicht und ich mache es eigentlich auch ungern. Ich mache jetzt mal so einen Schrank auf. Und es ist wirklich wahrhaftig noch Decken drin. So richtige schöne Kuscheldecken, Wolldecken. Das ist natürlich mega. Aber wir machen das wieder zu, das ist natürlich nicht unsere Art. Ja, das ist jetzt nicht so schlimm. Aber guck dir die Sessel und die Möbel, das ist schon ganz geil, gell? Auch diese schöne, gemütliche Ecke, die hier zum Verweilen einlädt. Natürlich auch die Küche. Wow. Hier geht kein Strom mehr. Das hätte mich jetzt auch gewundert. Schauen wir mal weiter. Wir haben jetzt draußen noch ein Objekt, gell? Was da steht, nach raus aus diesem. Ja, wir müssen nach oben, das ist da drüben. Nicht, wenn da drüben wirklich jemand ist, der hier aufpasst und uns gleich geht von der Fledermaus weg, Alter. Ich finde das, ich habe mich so erschreckt. Duschzeiten, sehr geehrter Gast. Aus umwelt- und wirtschaftlichen Gründen der Warmwasserpumpe und in Zeiten von 7 bis 9.30 Uhr und 17.30 bis 21 Uhr. Okay. Durfte man hier duschen? Eher nicht. Duschzeit, ich glaube, die ist tot, oder? Ich denke. Die bewegt sich ja gar nicht. Das sieht auch cool aus, gell? Dieser schöne Schrank hier. Das ist der Eingang, das ist gar nicht so groß, gell? Ich dachte, das wäre größer. Das Haus, also von der ersten Etage her. Geh mal in die zweite Etage. Da steht Willkommen, ich hoffe, wir sind es auch. Jetzt gucke ich aber mal auf den Boden, aber das war nichts mit der Fledermaus eben. So, ab in die zweite Etage. Ich habe immer Angst, dass hier jemand drin ist und schläft. Man weiß ja nie, wer hier drin sein könnte und schlafen würde. Oh. Jetzt auch wieder ein schöner Raum. Oh, ist ja der Wahnsinn. Das ist ja mal ein Megabild. Das ist ja mal mega schön. Das ist ein Megabild hier, gell? Richtig geil. Hier hat man aber schön. Guck mal, hier konntest du das Zimmer und da hattest du hier eine schöne Aussicht. Sehr, sehr, sehr cool. Machst du wohl fix mit dann, gell? Für den Status. Da gehen wir nochmal hier. Zimmer D. Hallo? Wow, diese Lampe ist ja der Hammer. Guck mal, wie groß die ist. Das ist eine riesengroße Lampe. Das schöne Bett. Wahnsinn. Achso, ja, also Christian sagt gerade, das ist ja nur die Pension. Und drüben haben wir noch die Gaststätte. Hier ist das schöne Bad. Dann würde ich sagen, schauen wir mal rüber. Das war's ja. Hier, also waren nur zwei Etagen, ja. Und jetzt gehen wir in die Gaststätte. Jetzt bin ich ja gespannt, was da in der Gaststätte noch zu sehen gibt. Bleibt auf jeden Fall dran. Es wird spannend. Hunde oder Hühner? Eins von beiden war hier.
sehr komisch. Also in dieses Gebäude wollen wir jetzt auf jeden Fall noch mal rein. Das ist die Gaststätte. Da wollen wir jetzt mal gucken. Und wollen wir uns? Komm, wir gehen mal zum Wohnwagen. Da steht ein Wohnwagen. Wir gucken uns mal den Wohnwagen an. Mal sehen, ob da noch was drin ist. Oder jemand? Ich weiß es nicht. Oh, hier der Notstromer. Ein Riesenteil, oder? Oh, was für ein Ding. Also, Papa. So. Okay, auf jeden Fall ein Doppelbett. Aber einen guten Schutz eigentlich noch, gell? Ja, die Küche. Und hier konnte man wohnen. Überleg mal, das ist eigentlich, wenn du überlegst, was das für ein fahrendes Teil eigentlich ist, ein fahrendes Wohnzimmer, gell? Ja, und da kannst du noch ein Bett drauf machen. Das ist schon irre, oder? Ja. Der absolute Kracher, so ein Teil. So, jetzt sind wir auf jeden Fall alles reingestellt, ne? In der Gaststätte, ja. Hier wurde alles reingestellt, weil sie wahrscheinlich alles neu machen wollten, haben sie hier alles hingebunkert. Das haben wir aber schon oft gesehen, dass alles, was dann in der Location ist, in den reinen Raum kommen. Guck mal, hier sieht Neuware rum. Das sieht aus wie ja, Markise oder irgend sowas, gell? Überlege mal. 4 Meter. Alter. 4,5 Meter Sonnenschirme. 4,5 Meter, was ist das für eine Marke? 4x4 Meter. 4x4. Irgendeine Biermarke, gell? Sonnenschirme, überlegt euch das mal. Also wird das hier als Lager genutzt, wa? Was sagst du? Ja, da gehen wir mal aus diesem Lagerraum schnell weg, weil das interessiert uns nicht. Das ist nämlich dann eher noch was Genutztes. Das wollen wir nicht. Wir gehen mal hoch. Da war das ja der Gaststättenraum, ne? Das ist alles leer geräumt, ja. Trotzdem schön und interessant. Wow. Also hier wurde was gemacht, ja? Naja, wollten sie. Hier wollten sie was machen. Wollten sie, das steht schon länger leer. Okay, dann schauen wir jetzt nochmal hier die Etage und dann würde ich sagen, das sieht alles so, dass wenn jemand noch hier ist, als Lager, dann wollen wir uns gar nicht zu sehr damit beschäftigen, Christian, gell? Sondern wir sagen, wenn euch das Video gefallen hat, klein aber fein, lasst gerne einen Daumen da oben da. Schreibt was Nettes in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Video und sagen bis morgen. Ja, bis dahin. Auf Wiedersehen. Auf morgen. Bis Wiedersehen. Ciao.